Extra Dreh! Extra Dreh, ja. Werde ich jetzt zu verschenken hier. Wow, Vorsicht! Ich habe so einen kalten Schuh heute. Die Frage, ob hier heute noch mehr Leute sind, ne? Ich werde das damit, glaube ich, beantworten. Ich hab die Tour an. Schön. Ja? Danke. Ach so, sorry, ich hab dich gerade vergessen, ne? Mann, ey. Weißt du nicht, dass wir die Pfanne mitgenommen haben, als wir drin waren, Patrick? Ja. Die Pfanne ist so geil. Ja? Meine Lieblingspfanne, das ist so cool. Okay. Obwohl die 25 Jahre hier in dieser Küche rumlag. Boah, soll ich mal Schnee anfassen? Achtung, ich fasse mal Schnee an. Boah, das ist Schnee, echter Schnee. Guckt euch das an. Echter weißer Schnee. Echter Schnee, kein Kunstschnee. Oder ein Landschnee. Hui. Lieferanteneingang. Ja, du bist fertig. Oh, der wirkliche Eingang. Ich habe einfach Hunger, weißt du, die Küche zieht nicht her. Oder wirklich eigentliche Eingang, ich weiß gar nicht, ich nehme halt den Lieferanteneingang. Ja, hier sind wir, gell? Ach, da hängt noch mein kleiner Glücksbringer, schau mal. Den habe ich da reingesteckt. Oh, den habe ich reingesteckt, ja. Stimmt. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Hier wohne ich. Das werden unsere Verkleidungen für Gaskanäle. Ah ja. Liegen da hinten noch genug. Ich kann halt nicht leiden, dass hier diese Touris, wie wir es auch sind, hier reinkommen und ich bin hier vor 1,5 Jahren reingekommen, als ich meine Freundin kennengelernt habe, habe das hier in einem, hier lag nichts auf dem Boden, hier waren keine Teller rumgeschmissen, sowas hier war noch alles normal, weißt, und hier kommen Leute rein, einfach machen hier Hanky-Panky irgendwie, einfach, das ist einfach nur blöd, was ich... So unter diesen Lost Place-Leuten, die haben so die Regel, man darf nichts mitnehmen. Ich habe mich hier auch mal mit einem angelegt. Wippen ein bisschen. Weil man ja nichts mitnehmen darf. Ja, aber, dann auch ja, aber bevor die kaputt machen, nehme ich sie nur mit und nehme die Teller nach Hause und haben einfach viele Teller. Und das hier war alles noch voll. Oh, das ist mein Hut übrigens da hinten. Ja, der Hut, ja. Den Hut können wir nochmal zeigen. Mein Hut, mittlerweile Schimmel überzogen, den habe ich hier mal vergessen. Möchte ich jetzt natürlich dann doch nicht mehr aufziehen, aber er liegt halt hier einfach immer. Er liegt hier halt einfach. Hier ist der Fleischrolf. Ha, das Ding kostet allein, weil du das nur beim Schrotter abgibst, einfach an Metall, was du da Kohle verkriegst. Kombi-Dampfgas. Boah, kommt sogar aus Karlsruhe. Postleitzahl 7500. Schwarzwald spielen und Hexe und Händel und Gretel spielen. Da kannst du richtig Kinder drin schlagen. Ja, und tschüss, das war's dann. Ich könnte einen leckeren Teechen anbieten mit Schimmel. Den kennen Sie schon. Sag mal, wie hell die andere Lampe ist. Oh ja, das ist schon was anderes. Also hier kriegt man halt dann auch echt, ich finde hier immer ganz nett, weil du hast dich letztes Mal ein bisschen über mich lustig gemacht hier, aber es ist halt, wenn hier irgendwelche Idioten das Zeug in der Gegend rumwerfen und irgendwann auf die Idee kommen, wir sind hier drin und machen die Tür zu, weißt du, das ist so, es ist halt so creepy, mit so Fleischerhaken und ja,
Hier kannst du halt auch deine Leitung verschütteln, ne? Du lernst mich ja gleich in meiner ganzen Bandbreite kennen. Und wir waren erst in der Küche. Hier ist wieder das Drogenpäckchen, das ominöse, gell? Das vermeintliche Drogenpäckchen. Das vermeintliche ominöse Drogenpäckchen. Riechwärts, Riechsalz. Ja. Nimm mal die Lampe. Ja, nimm mal die andere. Ja. Deine ist heller als meine. Danke. Bitte. Ich hab's nur mit Blut. Das ist auch interessant, wenn man sich hier wirklich die ganzen Dokumente über die Leute reinzieht. Irgendwie, ja. Pfeffersoße. Das war nicht nur Hotel, das war ein Kurhotel, irgendwas, wo so die meisten Leute hierher kamen. Sieh mich nach, ab 1991. Ja. Die gute Letter habe ich so oft angeguckt, aber ich nehme sie doch nicht mit. Ach ja. Ach ja. Das ist krass, ist hier. Ist das ein Nagelschritt? Ja. Viele indische Gäste, weißt du? Aha. Apfelsaft, dann doch schon 2,80 Mark, ne? Aber ist das jetzt verkauft oder ist es nur Liter da mal? Ja, ich gehe gar nicht vor, wir machen einfach. Ah ja. Ja, also hier ist ein großer Raum, wo wir nicht wissen, was da genau drin war. Hier nebendran ist die Kegelbahn. Der kommt nicht auf den Platz drauf oder Gasthaus, Veranstaltung, deswegen, wenn da eine Kegelbahn oder so. So in die Richtung. Das war schon, das war ein Hotel-Kurklinik. Meine Freundin ist aus Duisburg und ist hierher gekommen, weil ihr Dad hat auch so für so eine Tage gearbeitet und der hat halt hier eine Tour gemacht. So haben wir Hülsbach überhaupt kennengelernt. Ja, 5S0 Busse damals. Ha, guck dir das an, ne? Boah, fuck, ne? Auch nicht schlecht. Mhm. Nicht schlecht. Die waren für die damalige Zeit hier fett ausgestattet. Mhm. Ich muss das sagen, ich mach hier auch gerade schon Elektronik. Das ist auch irgendwie hier. Ja, aber der Werkzeug. Das ist ein Kurs. Das schmeckt so gut. Es gibt aber Boah, richtig ausgeleuchtet mal. Patrick, weißt du, wir waren doch, als das letzte Mal hier drin waren, haben wir doch einen Mini-Kühlschrank, so ein Hotel. Ja. Leucht mal nach hinten, bitte. Hier haben wir schon gekegelt. Okay. Wir haben schon wirklich gekegelt. Was? Nur leider ist halt jetzt mittlerweile auch wirklich ausgeleuchtet. Mhm. Aber, da der Patrick eh vorläuft, könnte er mal die Kugel zurückspielen. Ja. Wenn ich eine finde. Nee, kann ich vergessen. Nee, ah doch, aber ganz in der Ecke. Immer ich? Ja, natürlich du. Ah. Dann, wenn du es geschafft hast, komme ich auch. Dankeschön. So. Und in der einen Kugel ist die Luft raus. Ach so, das geht ja gut. Wir haben da stehen. Achtung. Alter Mann.
Dann kannst du die Glühbirne noch perfekt von früher, wenn man so ein bisschen Kosmos-Elektronik-Set hatte und so, was? Ja. An einen 9-Volt-Block dran gehangen und so ein Kackzeug irgendwie. Einfachste Platinenätzung, ne? Ach, das ist einfach so einfach, aber das ist halt. Das ist der 60er, 70er-Style halt, ne? Ja. Wie gesagt, ich habe hinter denen als Kind schon rumgeturnt. Ja, ich auch. Und meine Eltern irgendwo beim Griechen waren oder so, und da gab es noch eine Kegelbahn, fand ich immer sehr interessant. Sicherungskosten irgendwo aufbauen? Ja, hier. Wir wohnen zwar hier im Außen. Boah. Da kannst du auch mal Foto machen. Ich kenne die Dinger vor, ich kenne sie. Gerne schon. Uah. Die haben die gleichen Kegelbahnen, die laufen noch. Also, die laufen. Wenn er meint, dass er von hier irgendwas im Steuerelement irgendwas braucht, dann gibt es so ein ganzes Lager, wo Vorrat für das Zeug liegt, zu reparieren. Ich würde mit dem Fall interessieren, glaube ich. Bist du jetzt hier so in der Tour stoppen? Das ist Kurklinik ASMR. So, meine lieben Leute, was haben wir heute schon gelernt? Herr Lehrer. Sag mal. 21. Selina. Sag mal Selina, Dick. Komisch. Merkwürdig. Soll ich dazu sagen? Kuchen. Oder Küche. Das ist auch gut. Da ist ein Kuchen dabei. Kuchen. Warte, ist ein Kuchen. Oh, ja. Oh, nein. Wollte ich haben. Manu, das hätte ich hier in meine Kuchen. Kuchen. Die Kuchen. So. Brauchen wir irgendwelche Mülleimer? Fahrstuhl hier betreten. Nee. Der Staubsauger ist auch scharf mit dem Beutel, oder? Das ist scharf, oder? Was ist das für einer? Ein Beutelstaubsauger. Du hast vollkommen recht. Was ist für ein Modell des Beutelstaubsaugers? Richtig. Kandidat hat 99 Punkte leider nur. Das ist auch interessant. Hier waren wir auch schon mal. Holzkohle anfeuern, oder? Ey, geil, Radio! Hast du das Radio schon gesehen? Riech, Bert! Ein Fiegradio! Boah, leck, das geht bestimmt noch! Guck mal! Das hast du übersehen das letzte Mal! Was ist das? Guck mal, Radio von Fieg. Geilomatisch. Was ist denn da los? Mit Mikrotonträger. Also kannst du alles so miteinander kombinieren. So. Das ist quasi wie ein Verstärker. Leute, ich habe jetzt nicht wenig Kraft. Ja. Aber das ist mal heftig. Ja, brauche ich mal Biergläser, Schwenker. Aha. Das ist das kleine Lager. Was ist das für ein Narbenlager, Alter? Das sieht so ein bisschen, sorry, wenn ich das jetzt sage, ich will kein schlechtes Gefühl hier erzeugen. Das sieht so ein bisschen auschwitzmäßig aus, wenn man sich so überlegt, wie Auschwitz, wie da so wie was. Und dann kommst du von dem Raum in ein funktionierendes komplett. Boom, zack. Hier ist. Die Kacheln, brutal. Warte mal, wie es bei uns zu Hause aussieht. Braucht ihr auch jemanden einen Rollstuhl? Ich wäre gern the man in the chair, ja. Ach, jetzt riecht mir das besser, aber. Das hat halt auch irgendwann. Das ist doch hier so Spüldinger unten für die Gläser. Geil! Ja. Was so eine Taschenlampe ausmacht? Ah, die ist Bullshit, aber. Ja, ist das. Was? Müssen wir noch eine Scherbe drauf gestanden. Okay.
Du hast gefunden? Das sieht ja auch geil aus. Aha. Im Sonnenschirm, der in die Kirche gerammt ist. Was? Wo? Sind wir da dran vorbeigelaufen? Wie real ist denn das hier bitte? So. Boom, tschak. Wer macht denn sowas? Wer nimmt den Drogen hier? Ja, das Traurige ist halt echt, es sind 1,5 Jahre und dieser Laden steht seit über 25 Jahren leer. Aber am Anfang war hier alles noch eingeräumt und ordentlich und jetzt irgendwelche Meinen halt hier alles kaputt machen zu müssen. Ich weiß nicht, was. Oh, da hinten war ich auch noch nicht. Ja, immer wieder. Ah, Handtücher! Nee! Boah. Ja. Fünf. Nee, ich bin selber behindert groß. Ich will das alleine erledigen. Oh nee, will ich nicht. Oh, das ist ja angenehm. Hallo. Wuhu. Komm gut. Griechbert hat gerade ein Flashback aus meinem Büro. Mit dem Fahrstuhl. Rollstuhl. Hier, das ist cool, oder? So für einen Tisch? Zum, über den Tisch legen bei dir. Nimm es. Oder? Sind die besten. Haben wir schon bestimmt 20 Stück davon. Du musst halt dreimal durchwaschen, aber das sind perfekt geile Laken für irgendwas. Hm? Couch drüber oder. Ja, ich will auch schon sagen. Ich nehme mal auf. Oder fertig. Entweder von Alstom eingesteckt, weil das ist so. Boah, hier für deinen Dad. Ah ja, Elektrogedöns, ja, stimmt. Trockentrommel. Ach, komisch, das ist doch hier. Da sieht man mal sogar mit einem neuen aktuellen Pfandzeichen drauf. Hier das Getränk. Sicherheitsnadeln brauchen wir auch immer noch. Aha. Sicherheitsnadeln eingesackt. Ah, nee, den war ich auch noch nicht. Und hier haben wir den ganzen weißen Laken hier. Ja, ja. Sehr geil. Also, es wäre doch vollkommen wurscht, ob die jetzt irgendwo frisch gewaschen gewesen. Die riechen, obwohl hier alles nach Schimmel riecht. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Die Weste 2-3 Mal cool. Durch, um safe zu sein. Oh, das ist super Laken. Gute Qualität, wenn es gewaschen ist. Das sind alles Gastro- und Tischdecken. Sehr gut, jetzt weiß ich, was du meinst. Muss ich jetzt sogar jemand. Du musst immer auch was da lassen. Was vom Handverband da gelassen? Wer war denn das? Weiß ich auch nicht. Ah, komisch. Ich habe im Auto noch ein paar Karten, ich hätte ja ein paar DDB-Karten haben, weil die konnten verteilen. Hier war irgendwie so eine schicke Story, wo ich die ersten 3, 4, 5 Mal hier drin war. Oh, diesen Schimmel meine ich da unten, wenn man mir Sorgen macht. Hier lag immer eine Bibel. Scheiße. Und die war immer aufgeklappt auf anderen Seiten. Und jedes Mal, wenn ich reinkam, als wollte jemand, dass ich jetzt hier irgendwie diese Bibel immer an der Stelle lese, war immer eine andere Seite in der Bibel aufgeklappt. Okay. Ich glaube nicht an Gott. Falls es jemanden stört, ist mir egal. Karlsruhe? Sag mal, was verfolgt mich Karlsruhe hierher? Ja. Ich schlag die erste Seite auf. That's life. Pferde. Ernst Feinlein. Aha. Hier liegt da noch was zum Einwickeln, wenn du nehmen willst. Ich wollte es gerade sagen, ich würde jetzt eher anfangen, einen Laken nehmen, aber die Dinger sind so. Runtergekommen. Ja, leider. Wie willst du nur eigentlich nicht mehr anfassen, wenn ich ehrlich bin? Was ist denn ich? Ein Aquamart habe ich gefunden.
zaubernde Wildnis. Was ist das? Ein Aquamat. Das ist ein Aquamat. Ach so, zum Blume. Genau. Die alte Version von Pico Sensor. Ja, richtig. Das mit. Auch gut. Ich glaube, das Beste. Boah, das ist doch cool hier. Ja. Funktioniert Wasser auch noch? Ja. Boah, Soundmaschine, hey. Geil. Ja, Mann, so war es wirklich damals. So war es halt echt, ne? Die Wanne ist auch. Hallo? Feuerwehr? Die Wanne. Nee, falsch verwählt. Ja, perfekt. Ey, das ist perfekt für Grillfeuerhalle. Perfekt, ja. Kein Witz. Irgendwo auf dem Festival, irgendwo. Ja, also wir haben ich habe ja. Oben Rost drüber. Wir haben ja nicht Bauch. Ach, nee, Leute. Noch mehr Aquamate. Folgende Fernsehprogramme können empfangen werden: ARD, ZDF, Süd 3, 1 plus Sat 1, 3 Sat RTL 3 und West 3. Aha. Davon haben die ganz viele gehabt. Ah, jetzt sind wir wieder an der Kegelbahn, okay. Von hinten. Alles weg. Unten gehen wir nicht hin, unten ist jetzt Wasser. Aber hier ist halt auch was so. Ich denke halt nur dran, wenn du hier wirklich nur das Metall. Boah! Ey, wirklich, gell? Da wird es dann. Fehl mal rein. Da wird's ja, ja, ich bin dran. Du hast ja jetzt eine gute Taschenlampe dabei. Ja. Yep. Das erinnert mich damals ans Auspumpen auf dem alten Kasernengelände in Rastatt mit dem THW. Da stand es 2,5 Meter tief. Kannst du dich an den Raum hier erinnern, Patrick? Das letzte Mal, als wir hier waren, haben sie mich da hinten in die Ecke gehockt und hat einen komischen Lacher gemacht. Hier. Da war übrigens aber auch noch ein Stuhl hier. Das war hier? Ich glaube, das war hier. Nee, das war nicht hier. Ja, okay. Nee, das war der andere größere Raum. Fliesen. Fliesen. Oh. Wie Höhe? Weiße. Sind sogar weiße Fliesen. Ist das ein Video? Ja, wieso? Mach mal voll rein. Hast du mal unser Bad gesehen mit blauen 70er-Jahre-Fliesen? Ja. Da liegen eine ganze Palette vor. Ja, zwei Paletten nebeneinander. Und die sind so. Noch ganz. Die sind, wenn ich die einmal abstrahle, sind die noch okay. Mhm. Talseite, Bergseite. Mhm. So. Ja. Hier ist das Riesenlager, genau. Fuck, schon wieder. Schon wieder kaputt. Das muss nicht sein, Leute. Egal, wenn ihr noch im Haus ist, dieser macht sowas nicht. Das war letztes Mal noch nicht. Ah, da krieg ich Anfälle. Echt? Hier hinten sind die Pizzabretter. Hier war alles gestapelt. Normale Teller aus Glas. Ja? Das ist doch schön, immer. Ich koche halt extrem gern. Ja, ich auch. Ich wollte das hier kaputt hauen. Ich zum Schluss nochmal vorbei. Ja, den Raum behalten wir und bevor wir rausgehen, das Teller durch das Hotel schon. Ja, okay. Nee, macht keinen Sinn. Von den Pizza-Dingern, wenn die nicht ganz so arg. Sie sind ganz schön arg. Ich habe 2-3 Stück. Kann man die abschleifen oder?
kannst du abschleifen. Ich habe es auch ganz oft Spülmaschine und Mikrowelle danach zum Kabeltöten und alles Backofen. Ich benutze auch zwei davon. Kannst du gut benutzen, aber mir muss klar sein, die riechen halt am Anfang schon nach 70er Jahren. Küche. Weiß also auch, wie der seinen Charme hat, aber hm, das. Auch wieder mit den braunen Decken, ne? Ah, hier Mikrofilmraum, ne? Mikrofilmraum, ja. Das hat auch sowas. Also, ich weiß, ich reite da ganz arg drauf rum, aber mir ist auch wirklich echt wichtig, als ich hier vor eineinhalb Jahren das erste Mal reingekommen bin, stand da genau dieses Gerät, das ist aus alter so ein Mikrofilm, wo du wirklich Mikrofilme dran angucken kannst. Das, und die Leute schätzen das einfach nicht und schmeißen es in die Gegend und machen es kaputt. Das ist nicht in Ordnung. Ja, schön. Ja. Ja. Fünf hier. Fette Spinnen. Ja, ja, fünf fette Spinnen hier da hinten in dem Raum. Das ist der Spinnenraum. Okay. Hier habe ich auch die kompletten Samendecken hier, die Sicherheitsrettungsdecken. Mhm. Da habe ich bestimmt 100 Stück zu Hause. Echt? Mal gehabt. Oh, oh. Ja, ich habe sie irgendwie immer verschenkt. Oh. Aluhüte. Da hinten liegen noch ein, zwei, wenn du willst. Ja, echt? Verpackt, oder? Ja, da unten. Ja, ja, neu verpackte würde ich mal nicht mehr. Boah, sehr gut. Das war für mich mal ganz interessant, weil hier noch eine Tür drin war und die war abgeschlossen. Kannst du gerade mal einen Rucksack bei mir? Ja, auch. Ja, ja. Oh, gut. Und hier war die Tür noch drin, war abgeschlossen. Und ich wollte immer wissen, was dahinter ist. Komme ich ein paar Wochen später, Tür rausgerissen und finde den Scheiß dahin irgendwie. Hier sind die Personal. Nee, das ist nicht. Der Fitnessraum hier links. Oh, auch schon wieder neu. Guck an, auch schon wieder neu gemacht hier. Was? Das hier? Das hier ist komplett neu. Echt? Ich bin schon von der Farbe und ich weiß, dass das letzte Mal eben nicht so war. Will jemand mit stimmt, ja. Ein was? Das ist gut, oder? Ja, wenn du es noch finden würdest. Extra Dreh! Extra Dreh, ja, oh! Spiel! Lass uns spielen! 500 Punkte gleich! 500 du Punkte! Du Arsch! So, jetzt sag mal. Und wie wird das Wetter morgen? Es wird 500 Punkte! Sehr gut, ein Draw, dabei bleibt's auch. Ja. Mein Training nicht vernachlässigen hier. Ja, definitiv. Aber nicht schlecht gemacht, ne? Warum schreibt das ganz ernst an? Ich kenne dich gar nicht. Hm. Der Mohammed oder so. An dieser Wand haust ein Geist, der jeden in die Eier beißt. Was? Der in die Eier beißt. Nicht gebissen, ihm auf den Körper. Copacabana. Ja, super. Die Dame? Ja. Ja, das ist nächste Lage. Pissoir. Ah, hier, das ist das mit den Akten gewesen. Ja, der Raum. Boah. Ja. Ach, da, wow, das wollte ich nur noch zeigen. Ja, genau, da hinten ist der Rückenabrubler.
Der ist doch hier rechts um die Ecke. Wo bist? Hier. Ah ja, hier rechts um die Ecke. Da hinten ist der Rückenabrubler. Ist sogar mobil, gell? Aber gut, den muss halt erstmal. Ja. Aber in Theorie, der wird noch funktionieren. Ja. Maxens auch. Ich habe ganz leichte Schuhe an, wie diese Kälte vom Boden hochzieht. Ein bisschen, ein wenig, ja. Bei du bei deinem Trainer wahrscheinlich, aber... Ich wollte gerade sagen, ich habe extra noch meine Schuhe gegeben. So, ich würde sagen, wir kehren jetzt mal kurz ein. Ja, Gastro. Wir gehen mal im Gastro-Bereich zum... Da, wo man schön Musik machen kann. Zum Klavier. Zum Klavier. Zurück. Wir können jetzt auch hier oben rumgehen, aber es ist so viel Interessantes, wir müssen sehen, dass wir es nicht schaffen. Und ich möchte jetzt ein bisschen einen Bogen. Hm? Zack. Und ich habe noch einen Bananenmüsli-Riegel dabei. Ist gut. Oh, musst du jetzt mal selber machen. Nein, ich muss es selber. Ich bin doch behindert. Ich will doch keine Unterstützung. Schlechter Behinderter. Ich will doch Unterstützung. So. Ich will keine Unterstützung. Warum gibt's denn mich? Ich bin doch behindert. Kacke. Okay. Fimo, kennt ihr das noch? Fimo. Das ist so Knete, wo er das Kind geknetet hat. Mit. Ja, ja. Warum blickt das hier? Für dich? Das ist damit du damit spielen kannst. Oh, das hat mal belegen lassen. Im Stuhl. Oh, das ist auch crazy. Das ist einfach so, wenn der Nächste kommt und die Leute auf mich. Ja. Oh, die Leute haben den Stuhl einfach beeilen. Ganz verloren hier im Haus. Dann brauchen wir halt ein Duracell, ne? Ja. Das ist aber lang leuchten. Da ist wieder der Regenschirm, der Sonnenschirm. Du hast eigentlich nicht eine geschlossene Tür, gell? Ja. So. Einmal hoch, ne? Einmal hoch hier, genau. Die Teile machen uns dann im Stapel oder wie auch immer. Ich will nur zwei, drei, vier. Aber vier, also ohne die geht hier wirklich weg. Was kramen die hier rum, ey, echt? Guck mal, die Farbe raus hier. Wie ein Eiskeller. Ja. So, jetzt können wir nochmal einkehren hier. Ja. Na? Hm. Eigentlich, Berliner Philharmoniker, hab aber keine Lust mehr zu spielen, weil ich zu gut bin. Mhm. Gut, ich werde es erkennen, bin das natürlich auch ich rechts. Das Ding ging halt am Anfang, war das tipptopp, im Schluss jede Taste geben, alles hat funktioniert. Also du kannst spielen, hast du hier oben. Ich kann nur leider nicht spielen. Ja, ich will hier unten können. Aber ich kann ganz gut so tun, als ob. Da unten kann ich spielen, aber da oben nicht. Schade eigentlich. Das ist so feine Mechanik. Ja. Das kenn ich gar nicht. Du bist so eine locker getötete Person. Das kann ich ja noch was anderes sehen. Wir hatten da am Kabel gezogen, hä? Richbert? Hm? Ja, das war wirklich. Ja. Wo hast du jetzt die Handschrift von mir gesehen? Ja. Nur eine Vermutung. So. Ja. Theoretisch
spielen doch auch alle Musik heute. Was darf ich Ihnen heute anbieten? Boah, hallo. Guck mal, das war ein lecker Mensch hier. Ja, der wichtig. Das war ein guter Mensch, der hat mitgedacht. Ja. Hier, guck mal, das Besteck her, was ich unten habe. Komplett ausgeräumt. Ich habe so viele Messer, Löffel, ich habe so viel Zeug. Oh, da hinten hast du auch für Weinbergschnecken. Oh, das ist gut. Berge. Weinbergschnecken? Ja. Wie geil ist das denn? Schneckengabel. Sofort nicht bekannt. Ich finde wirklich. Möglicherweise hat nichts mit Hochbegabung zu tun. Der ist da hinten interessiert mich auch seit Ewigkeiten, aber keiner hat sich jetzt geschmeckt. Da wird wahrscheinlich nichts drin sein. Oh, ich sehe einen Schwimmbadball. Ich glaube, der zeigt die Zeichen, ne? Das hier das Schwimmbad, das Schwimmbad ist hier sein könnte. Schwimmbad? Okay. Ja, genau. Das Funkelsgehirn, das hier abgeht. 98. Mitglieder der Gewerkschaft Rudolf. Fifi. Wuppertal. Halt, ich muss auch noch meine Sachen. Meine sieben Sachen wieder. Langsam. Oder, so. Ja, doch, ne? Mach doch, sag mal, packe die Gabeln, mache ich dann jetzt doch bei dir vorne rein. Mhm. Wenn ich immer ausrutsche und Gabeln in der Bauchtasche ist, glaube ich, Na, ist noch genügend CBD-Öl da. Ja, gut, aber es ist also kontaminiert, ne? Weiß nicht, ob ich das CBD noch rettet, da brauche ich dann eine Antibiotika. Du nimmst wieder meine Lampe? Ja. Lass die Wasser nicht auslassen, weil viel Wind liegt da. Schon viel leichter. Ich weiß nicht, das ist so ein uriger Alter, 70er Jahre Lampenaufhängung. Das ist jetzt irgendwo noch auf Umwelt sogar 20, 30, 40 Euro geben wird. Das ist halt natürlich der Preis. Da wäre ich in der Lampe stehen oben. Ach, ich kriege hier immer das Flattern und ich bin so nicht. Ich kann das Zeug mit dem rausholen. Ist das der Kühlschrank, wo du meintest? Einer von denen, ja. Ich hab irgendwo auf die Kacke, wo ich hinten das Stromkabel gelegt habe. Oh, das ist ein Kühlschrank. Das ist. Leucht bitte weiter drauf. Gott sei euch, im Himmels Willen, hoffen. Doch. Ja, oh, okay, Entschuldigung. Ich möchte da keinem zu nahe treten, nur meine eigene Meinung zu schauen. Eine andere Art und Weise von Gott. Oder das finde ich. Aber um sich so blöd darstellen zu lassen, bist du genauso. Uri Geller war auch schon da. Oh ja!
okay. Oase im Grünen. Den brauche ich unbedingt. Und hier. Ach du Scheiße, guck mal, so sah das wirklich früher aus. Ja, guck mal, du kannst es hier. Aha. Ja, ja. Richtig edel, ne? Hier, jetzt könnt ihr euch das ganze Ding mal anschauen im Miniaturmodell. Ja, 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 ja. Das ist aber einfach mal eigentlich. Ah, ich wollte nochmal das machen, was du gemacht hast. Warte mal. Ich kann das nicht so gut wie du. Nee, geht nicht. Die Evelyn war schon da und der Daniel und der Marcel und sogar ein Paddy. Juliane, Justin, Dennis, Lorena. Warum habt ihr alle getroffen? Lorena und... TikTok German Player. Das ist 77 Husqvarna. Hier, mach mal. Hier, achso, du hast also. Ja, mal folgen, oder? Mal folgen, mal gucken, was sie denn gemacht haben. Oh, er macht doch das ganze Haus kaputt. Entschuldigung. Ja. Nimmst du das nächste Mal so Silvesterböller mit? Aber guck, sie macht genauso, sie will auch gucken, was drin ist. Ich will auch halt wissen, ob was drin ist oder nicht. Ja. Du legst ja drauf, komm, also es ist ja nicht so, dass wir es jetzt kaputt gemacht hätten oder so. Ah, da hinten ist wieder die, das ist meine Lieblingsecke. Da hinten. Erstmal alte Telefonzelle, gell? So wie früher. Nicht mehr, stopp. Voll geil. Hier. Feuerwehrbedienfeld. Und hier, Brandmelder an Zentrale, gell? Und eine nicht so kleine Satellitenschüssel, wenn ihr mal schaut. Ja, richtig, genau, ja. Das ist mal eine Satzschüssel. Das ist mal eine Satzschüssel. Eine ja. Visi Orbit. Mhm. Eine kleine Größe, gell? Hammer, oder? Lass mich raus hier, es ist auf meinem... Ja. Boah, ich mag keine kleinen Ohren. Schwimmbad. Ja, das ist ein Schwimmbad. Und auf die Augen. Warte, ich brauche einen Aufhalten. Wir hatten irgendwo so einen Kühlschrank. Der könnte noch auch. Das geht noch. Und in diesem Kühlschrank geben wir Bett mit dir drin, finde ich jetzt schon sexy. Da könntest du dir eine Richtfunkantenne rausbauen. Noch wieder da runter. Schwimmbad geradeaus, gell? Ja. Mein nächstes Ziel ist aber erstmal Astronaut, dann Fußballspieler. Junkie. Da komme ich dann wieder von runter und dann fange ich als Pilot an. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Es riecht auch noch schon. Ein bisschen Chlor. Ein bisschen nach Chlor, ne? Ja. Oh, da geht eine andere Treppe noch runter, gell? Da hinten war ich nämlich noch nicht. Geht die Treppe noch hin runter. Und ganz da hinten will ich mal noch schauen. Naja. Ah ja. Wenn wir mal eine Abluftanlage brauchen, weißt du, hier ist der Lüfter drin. Mit Filteranlage. Lustig. Oder Heizung wahrscheinlich. Glasbausteine. Hier ist die heute schon geduscht oder so Geschichte. Aha.
Palme. Fußsprühanlage hier, gell? Ja. Auch schon länger nicht mal genutzt. Heute sieht es richtig gut aus dort, gell? Auch die Farben, ne? Ah, ja. Die Farben kommen richtig gut raus. Noch nicht, ne? Zeig uns nachher mal. 3D bitte. Mhm. Du wirst überrascht sein, was so ein iPhone alles kann. Und das war unser Spot hier zum Fotografieren. Wir treffen nicht mit Drohnenrennen. Nee, echt? Mit 7,5 Kilometer Start. Naja, geil. Jetzt zum Drohnenflugmeisterschaften hier. Das wäre doch was. Geil irgendwie, oder? Bisschen aufräumen, schick machen. Das wird dem Thomas gefallen. Jeder trägt sein Teil. Ah, guck mal. Der Name Merkel verfolgt uns jetzt auch schon länger, gell? Getränke Merkel aus Vorbach. Das ist auch so richtig antik, gell? Das Ding ist das schon. Kann ja jemand hier irgendwie Wasser duschen? Dieses ganze Ding, das ganze Ding hier in den Garten stellt. Ja. Und einen Garten als geile Gartendusche. Das macht es. Der hat nämlich alte Gaslaternen zum Teil auch. Oh yeah. Boah, da eine Gaslaterne noch dranhängen. Die hat mir das. Die steht bei mir im Garten. So, weiter, hoch, runter. Jetzt die Frage. Zwei Stück da, gell? Ja, Geheimraum, unten irgendwo die Richtung? Unten geht es halt wieder Richtung Werkstatt und dann sind wir aber draußen. Ja. Dann müssen wir den ganzen Weg zurück, können wir aber auch machen. Ja. Oder? Hotelzimmer einfach, einmal noch einen Gang. Ja. Hotelzimmer, Mensch, ärgere dich nicht, Dachboden. Genau. Sehr gut. Muss ich überlegen, aber ja, habe ich. Alles klar. Way. Ich finde diese Röhre, dieser Industrielook für diese Abrissröhre auch zu geil. Was jetzt? Nix, ich bin gerade wieder am Überlegen. Okay, ich hab's gemerkt, du hast gegen die Wand laufen. Ich hab mich verzählt bei den Steckdosen, weißt du? Okay, dann war es gar nicht 420. Weiß nicht. Bei 420 habe ich aufgehört. Warum kriegt jetzt meine Uhr? Oh, großartiger Start. Bleib am Ball. Wie viel kriegt ihr? Weiß ich nicht, aber irgendwas wird gut für meine Aktivität. 4.000. Irgendwas ist falsch. Ja, hier hinten ist so ein Trakt, da ist so, lass mal da hingehen, das ist eher so der. Du bist richtig fertig, da geht es dann auch hoch zum Schachspiel. Ah ja. Das ist aber eher, finde ich, hier so der Krankenbereich, wenn die Zimmer kommen überhaupt. Ja. Das sind hier zuerst, ja. Hier ist ein Bett. Hier auch. Da war die Tür zu. Ist jemand da? Nee.
Ich wollte euch eigentlich erschrecken tun, aber ihr seid nicht in meine Falle gelaufen. Ich habe mich hinter der Tür versteckt. Ja. Habe ich meine 95 Kampfkilo noch unterschätzt? Also man muss einfach nur wieder reinsetzen, okay. So, hier ist, also ich habe hier doch schon echt wirklich in diesem Raum da hinten das Glück gehabt, als ich nichts zu kiffen hatte. Du Scheiße! Ja, klar, wo? Stühle ohne Ende. Ah, ja. Die sind alle auch noch in Ordnung. Ja. Ja. Guck dir mal hier das Arsenal an Tischen und geilen Schränken an. Eine Küche draus bauen. Mach nur noch eine Arbeitsplatte drüber und da ist unten drunter, ich weiß nicht, wie viel Schubladen. Ja. Hammer, ne? Eine grüne Matratze. Boah, dieser Rolltisch wäre jetzt perfekt gerade für das, was ich wollte. Mhm. Oh, der ist so groß. Bring ihn mit. Ah, hier hat schon jemand angefangen zu spielen, oder was? Nehme ich mal an. Wow. Das ist natürlich auch... Was eine Aussicht. Das ist ein geiler Stuhl hier. Okay. Der ist ja ober. Ein Stuhl auf der Matratze, das gibt ja ganz neue Möglichkeiten. Kann man sich ja lustiges Zeug gut überlegen. Was ist das hier? Guck mal, Sticker! Ole! Dreimal 7 Überraschungsdankeschön gleich öffnen. Was ist da drin? Hier abziehen. 7 nochmal drunter? Boah, der Tag der 7. Hier sogar auch die anderen auch noch auf. 6. Was ist da drunter? Und dann ist 5. Nochmal die 7. Nummer 7. Jetzt auf Junge. Nee. 7, 6. Wollt ihr mit einer Erlebnisfahrt auf dem Schaukelstuhl haben? Hier war das Terratel, glaube ich. Ah ja, genau. Das wäre auch so. So, genau hier ist übrigens der Weg. Das ist dieser Weg, den du nicht laufen darfst. Weil die Familie, die da ihre orangenen Vorhänge da hat am Balkon. Dr. Schutz! Die ganze Familie, alle wieder. Chemie pur, das Beste für ihre Teppichpflege. Ist ja auch geil, gell? Was? Dr. Schutz. Chemie pur. Damals wurde Chemie noch groß geschrieben. Ja, so ist es. Da liegt ein Stift. Mhm. Ja, hier ist noch von der Rauchmelderlinie schon. Ja, Profi, kenne mich damit aus, weißt du. So. Ich wollte nur mal wieder ein schlaues Wort sagen, weißt du. Was gelagert ist da hinten in der Ecke. Da ist übrigens noch Schied. Da hinten? Ja. Da ist nochmal Lager. Hinten dran? Ja. Ah, das sind noch Liegen. Ja. Was? Ja, ein paar. Gut erhaltene Liegen halt, so diese Klassiker, ne? Kann man so 70er Retro schick für 250 Euro auf eBay. Das Ding ist halt auch mal geil hier. Oder 420 gleich. Weißt du, das sind ein paar gut erhaltene, der Rest ist alles. Der Volk sieht ein bisschen aus wie Johnny Nummer 5. Warte, kennst du Johnny Nummer 5, den Roboter aus unserer Kindheit? Johnny Nummer 5? Ja. Ah, da ist auch nochmal irgendwie so ein Modell? Ja, ist auch nochmal ein Modell von einem Hotel. Ah, das ist aber nicht mehr viel übrig. Keine Ahnung, ich glaube, das ist die erste Version und dann wird nochmal ein Haus dran gebaut. Also du kannst hier oben, du kannst hier bestuhlen den ganzen Raum, du kannst hier einen Vortrag halten. Geil, witzig. Oh nein! Was denn? Was ist das? Eins. Übrigens, jetzt wird unten der Rollstuhl interessant, Leute. Wegen? Ich hab Ersatzreifen für den Rollstuhl. Du hast Ersatzreifen für den Rollstuhl? 2 Stück, 4. Unglaublich. Ich hab, also, die bleiben jetzt auch hier, ja. Wir merken uns das jetzt. Bitte, wir werden nicht das letzte Mal hier sein. Aha. Ich glaub's auch nicht. Aber gut. Wir haben Ersatzreifen. Okay.
Also, wir könnten sie wechseln, mal auftrumpfen und gucken. Und ich kann einfach total bekifft, faul in der Wohnung mit dem Rollstuhl rumfahren. Wie so, wie so, so Golfkartenmäßig so. Meinst du, das geht noch? Nee. Oh, da nicht! Nein! Ja, okay, klar. Wo war's denn? Was? Hier? Nee, das ist der Mafia-Tötungsraum. Wo man aber überdenkt, wo ist denn jetzt die Sonnenbank, ne? Mhm. Gleicher Raum, das ist Stockwerk. Ganz genau. Ja. Ja, da hinten oben, das ist so creepy ja. Bisschen. Oh yeah. Ja. In den Maschinenraum können wir mal noch. Und hier oben waren wir jetzt noch gar nicht im ganz oben im Speicher. Da kommen wir rein. Hier ist also genau hier haben Leute gewohnt. Siehst du auch? Hier ist das Kinderspielzeug, da sind noch die Dosen. Ja. Ein kleiner Akku. Ja, kleiner Akku. Busch. Zwei. Mhm. Brot liegt hier einfach. Oh, das sieht aber nicht so alt aus. Das ist eine Brötchenunterhälfte. Richtig, nee, ich glaube, das ist eine Brötchenoberhälfte. Okay, lass uns schauen. Lass uns schauen, aber ich glaube, das ist eine Oberhälfte. Auf jeden Fall ist Schimmel dran. Es ist eine Oberhälfte! Und wer hat mal wieder gewonnen? Zack. Und ich habe die Unterhälfte gefunden. Oho. Ja, sie sieht noch ein bisschen besser oder schlechter aus. Wie? Ja. Das ging aber schnell. Dass ich die gefunden habe? Ja. Ja. Glasscheibe. Alles klar. Aha. Boah, geil, guck mal. Guck mal, die sind neu. Die sind Miele. Guck mal, die sind neu von Miele. Ja. Guck mal, wir können auch gucken, die Keller noch ganz. Boah. Guck mal, die ist noch ganz. Und so ein Wagen hier. Ja. Oh, die sind noch angenehmer. Perfekt, komm mit. Okay. Ja, perfekt, klar. Ja, cool. Warum ist das Speicher drin? Ah ja. Da wollte ich das letzte Mal nicht hoch. Da habe ich Schiss bekommen, ja. Schiss bekommen das letzte Mal, ja. Da wird es dann schon dunkel. Total. Ih, gar nichts da. Eimer. Philips Fernsehen. Farbfernseh-Tischempfänger. Ich brauche was für einen Empfänger? Ein Farbfernseh-Tischempfänger, also die Original-OVP. Können was wir auch. Ist ein Farbfernseh-Tischempfänger? Ja, das steht da drauf. Das will ich sehen. Was ist ein Farbfernseh-Tischempfänger? Hinter dir dann oben. Also, es liegt da oben. Ich komme gleich wieder. Ach du Scheiße, gucken wir dran. Der hungrige Planet. Der hungrige Planet. Weltnahrung von Krise und Katastrophe zu Katastrophe. Boah, sowas ist gut. Aua. Was? Ah, blöde Balken. Wo? Ah, dagegen Balken. Ich sag doch hinter dir. Heide, Whisky, Flatziger für uns. Da! Komm wieder, jetzt kommst du erstmal wieder runter. Guck mal, ob du einen Boiler hast. Ja, wahrscheinlich, aber die kommt erst. Ist ja nicht eine. Ist ja keine Instant-Boile, die man sowas kriegt. Eumel, du. So, jetzt nochmal mit Licht. Georg Borgstrom. Georg Borgstrom. Oh, das schicke ich dem Georg Borgstrom Verband. Persönliche Widmung. Sonderausgabe für den Europäischen Buch- und Phonoclub mit freundlicher Genehmigung des Originalverlages. Einleitung. Boah, leck. Also das ist ein gutes Buch, das würde ich jetzt mal mitnehmen. Ich wüsste auch gerade mit ihm das auch, weil das nicht ganz so schimmelig ist. Ja, so. Weil die noch nicht ganz so schimmelig sind. Aha. Ich versuche, einen Job als Träger zu vermeiden. Oh, da, guck mal, hier war, wie heißt der nochmal? Der heißt Herr Kaputte Tür. Genau. Der hier heißt Wolverine. Niehoffs Fruchtsäfte, auch noch nie gehört. Beide irgendwie, falls einer von euch Interesse haben, 15 Euro die Nacht.
kann ich ja auch was vermieten, ne? Ist geil, ne? Ich im 10er-Pack 12. Hey, wartet auf mich! Nein, wir haben Sachen vergessen! Das neue Kevin allein in New York Remake. Ja, oh, das wäre auch was hier. Die Persiflage da drauf. Fuck, ich hab allein vergessen im Hotel. Scheiße, ich drauf. Zimmer 210. Hälfte von 420. Also kannst du als Eselsbrücke nehmen. Die Motivation zum Wettermachen? Ja, halt einmal zwei komplette Aula unten. Nochmal Kopie. Mit besseren Stühlen, ja. Ich würde diesen mittleren Bereich, der so komisch aussieht. Ja, den muss man meiden. Den würde ich meiden, weil die Decke ist oben schon durchgebrochen und da hat es immer getropft. Wenn es regnet, tropft es wahnsinnig. Also das ist natürlich der Bereich, wo ich so safe bin. Du darfst genau rein. Ja, ich weiß. Ja, das beide haben das schon, aber ich würde nicht mit Epi her. Cool. Boah. Ganz sehr. Eine Rückprojektion. Wir haben gerade das Da kann man von oben reingucken, oder? Ja, da kann man von oben reingucken, weil Spiegel ist ja schon Rückprojektion für Geld. Ich gehe ab, gell? So, das ist ein lecker Getränk hier. Und dann durch, ne? Ich lasse das mal meine feine Nase dran schnuppern. Mhm, sieht nicht schlecht, ne? Das ist ganz schön. Da ist noch ein Kuchen, war da. Hier hast du dir den Finger gedingst, gell? Ich habe noch ein zweites Handy dabei mit Akku. Ach Leute, sieht mir aus. Nee, alles gut. Ja. Vor meinem Raum, wenn leer ist. Was liegt vor genau meinem Raum? Was denn? Das ist was für mich, für euch, für jeden, mit auch. Die Statement, das ist nicht von mir. Klopapier? Nein, die 420s wissen schon, welcher der Raum zum Kiefen ist. Aha. Aha, hier hat wohl einer gekieft. Wieso? Wie kommst du drauf? Herr Sherlock. Ja, ich habe einfach mal 1 und 1 kombiniert und ich habe hier eine Zigarette gesehen. Aha. Und dieses alte Muster vom Teppich und dann habe ich an Vintage-Kiff-Leute gedacht. Ah ja. Was das aber hier für ein komisches Papierzeug ist, das weiß ich nicht. Ja, komisch.